Finnland gegen Schweden, auch bei U20-Weltmeisterschaften immer ein ganz besonderes Spiel. Jetzt treffen beide Mannschaften schon im Viertelfinale aufeinander. Im letzten Jahr haben sie beide um Platz 3 gekämpft. Da hat sich Schweden durchgesetzt im Spiel um Platz 3. Rein hier sind schon in der 15. Minute die Schweden in den gelben Trikots mit einem super Tor von Lukas Raymond, ihrem Topspieler, der da Kari Piroinen im kurzen Eck erwischt, der No-Look-Abschluss. Und dann steht es 1-0 für die Schweden, die hier ein gutes erstes Drittel zeigten. Dann sogar nochmal eine Powerplay-Situation haben. Bauen das gut auf über Raymond, der gerade getroffen hat. Und dann ist das einfach nur überragend von Elmer Söderblom. Durch die Beine ins Kreuzeck. Genau so ein Tor hat er in der Gruppenphase gegen Tschechien schon gemacht. Jetzt macht er es wieder im Viertelfinale gegen die Finnen. 2-0 für die Schweden. Hat mehr von der Partie in den ersten 20 Minuten. 11-4, das Torschussverhältnis Führung ging dementsprechend auch in Ordnung. Und das natürlich noch die Kirsche auf der Sahne, dieses Tor von Söderblom. Von den Finnen musste ein bisschen mehr, gerade offensiv kommen im zweiten Drittel. Und das war auch der Fall. Noch gar nicht so viel gespielt und dann ist es ein perfekter Konter, der dann auch erfolgreich abgeschlossen wird. 1-2, Henri Nikanen mit dem ersten Tor für die Finnen. Emil Viro bereitet das super vor, zusammen mit Lambert. Und der Rest ist dann nicht mehr ganz so schwer. Lebenszeichen von den Finnen, die vor einem Jahr eben noch im Spiel um Platz 3 2-3 verloren hatten gegen den Nachbarn aus Schweden. Das war jetzt offensiv deutlich besser, was die Finnen zeigten, mit viel Druck, mit viel Offensive. Und im 2-2, eine Minute nach dem ersten Treffer, gleich der zweite hinterher. Aber die Schweden hatten was gesehen, nahmen eine Coaches Challenge und sie sahen, es war eine Abseitssituation. Und das ist absolut richtig entschieden, in der Mitte zu erkennen, da ist es eine Abseitssituation. Und von daher wurde das Tor zu Recht nicht gegeben. Es blieb beim 1-2 aus Sicht der Finnen. Aber sie waren jetzt drin in dieser Partie. Aber nur einmal getroffen durch Henri Nikanen. Wir gehen rein in den Schlussabschnitt. Da spielte weiter vor allem Finnland. Die nahmen jetzt das Spiel komplett in die Hand und kamen jetzt tatsächlich zum Ausgleich. 52. Minute, ihr Topstar Anton Lundell in Überzahl zum 2-2. Trockener, satter Schuss, der Screen vor dem Tor von Hirvonen. Und jetzt war es wirklich der Ausgleich. Lundell schon mit seinem vierten Turniertor. Alle rechneten jetzt mit der Overtime beim Stand von 2-2. Wir gehen da aber in die Schlussphase und sehen, Finnland macht schon wieder Druck und will die Entscheidung in den 60 Minuten. Und das gelingt auch. Noch nicht. Dann gelingt es doch, denn Hirvonen setzt nach. Klasse gemacht. Der Torjubel vorher schon auf den Lippen. Da können sie nicht erfolgreich abschließen, aber sie setzt nach, weil die Schweden hier zu passiv sind. Stehen rum da vor dem eigenen Tor. Und Hirvonen mit dem Bauerntrick und dem 3-2, dem Siegtor für die Finnen. Hier viel zu passiv. Alnefelt zum dritten Mal geschlagen. Finnland schlägt den Nachbarn mit 3-2 kurz vor dem Ende und zieht ein ins Halbfinale. Die Blicke bei den Schweden sagen alles. Ab Drittel Nummer 2 war man zu passiv und er ist der Mann, der die Finnen ins Halbfinale schickt. Ronny Hirvonen mit seinem ersten Turniertor. Gratulation an die Finnen. Sie spielen noch um den U20-WM-Titel.